Hallo! Es gibt doch nichts Besseres als ein Sonnenbad, um Energie zu tanken. Es scheint der Mond, du Eule. Midi! Dallas. So, den Quatsch jetzt war durch. So, Mann, ist das viel Text. Nicht so schnell. Ach so, ein 4-4. Bla 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 bla. Aha. Deine Knochen sind gebrochen. Damit hast du nicht gerechnet, was? Okay, hier ist sonst nichts mehr großartig. Gehen wir hier unten her. Da ist eine alte Eule. Bis vor kurzem, Student. Ah, ja, ganz genau. Hallo. Minun! Minun! Mimi! Oh! Was willst du denn? Hände auf! Keine Widerrede! Was? Was? So, jetzt bin ich jetzt endlich los. Dieses Ding war einfach viel zu schwer für mich. Mach mit dem Nugget, was du willst. Hauptsache, ich muss es nicht mal mit mir durch die Gegend schleppen. Ich fühle mich plötzlich so leicht. Hä? Warum schenkt er mir ein Nugget? Psst, schau mal da drüben. Das Mädchen und sein Pokémon. Die beiden haben mir mit ihrer wehmütigen Schönheit völlig den Kopf verdreht. Kaum zu glauben, dass außer mir noch niemand den wahren Wert dieser zwei ungeschliffenen Diamanten erkannt hat. Sie haben eindeutig das Zeug zum Wettbewerbsstar. Aber Moment mal. Was sehen meine müden Augen da? In dir schlummert ja ebenfalls großes Talent. In der Tat, sehr vielversprechend. Ich sehe es als meine Pflicht an dich, zur Teilnahme an einem Pokémon-Wettkampf zu drängen. Ich werde dieses Mädchen gleich vergewaltigen. Was? Ich habe nichts gesehen! Ah, schnell weg hier! Aber warum hat er mir ein Nugget geschenkt? Das ist... Ich find's geil, aber... Einfach so random, hier ist ein Nugget. Weißt du, was das Tolle daran ist? Jetzt können wir uns eine Attacke kaufen. Halt, nein, ich will... So, jetzt gehen wir erstmal ganz schnell zurück. Dürfen wir eigentlich mit dem Fahrrad fahren? Tatsächlich! Yeah! Ah ja, ich muss ja in die Mitte. Hallo! Kaufen! Halt, ich muss erst was verkaufen! Verkaufen! Ach, Flucht, ich muss nicht fliehen. 500 ist das Scheißteil wert. Boah. Danke! Jetzt muss ich mir überlegen, was möchte ich denn mitnehmen? Fassade. Verdoppelt sich die Kraft. Vergiftet paralysierte Fußtritt. Und senkt das in Initiative. Ladestrahl wäre interessant. Dampfwalze für Moral wäre auch gut. Also für Chrissy. Drachenroute kann wahrscheinlich niemand lernen. Aber Steigerungstieb kann wahrscheinlich jemand lernen. Mach ich einfach mal. Ich glaube, Taniel sollte es können. Ich würde es trotzdem gerne umbenennen in zum Beispiel Vector, aber ich darf nicht. Oh. Okay. Gut. Wenigstens Chrissy darf es lernen. Büp, büp. Aber wahrscheinlich muss Taniel sich erst entwickeln, damit es Arme hat. Alles klar, ich habe nichts weiter vermutet. Let's grab 60, 20. Weg damit! Chrissy, du schaffst es 1, 2 und schwupp. Sehr schön. Zertrümmerer können mehrere lernen. Ein Unlicht-Pokémon mit einer Kampfattacke. Sehr schön. Das lernst du jetzt einfach, weil ich es möchte. Au. Bis. Zurückschrecken oder was klauen? Wir machen einfach den Brüller weg. Scheiß doch drauf. Aha. Wie konnte ich das nur übersehen? So, Raub, Schallflügel, Blitz, bla 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 bla. Gut, dann haben wir jetzt Steigerungstieb für Chrissy. Das ist sehr schön. Hat Chrissy auch was Physisches auf dem Kasten? Berichterstattung? Jo, Felsgrab ist. Okay, cool. Warum nicht? Dann haben wir mal schnell unsere Pokémon. Dann würde ich mal sagen, nachdem wir uns hier umgeguckt haben, klatschen wir dann erst einmal
die Arena aus dem Leben. Jo. Bitte heil mal ganz kurz. Ach, da fällt mir ein, da habe ich noch etwas ganz Fulminantes vergessen zu zeigen. Ich habe natürlich die, wie man gesehen hat, meine Demo und so weiter, ne? Ich habe schon mal meinen Mr. Freeze rübergesappt. Und das werde ich irgendwann mal in Steam mitnehmen, wenn wir das Level erreicht haben. Weil man kriegt sogar noch eine Nachricht, wenn man das hinunter überträgt, dass es einem erst dann gehorcht, wenn man den und den Orden hat. Ich habe vergessen, welcher Orden das ist, aber so ist es nun einmal. Nur mal so nebenbei, ne? Phenontor kommt bald ins Team. Irgendwann mal, so später. Damit wir auch ein Eis-Pokémon dabei haben. Ach, ist das toll. Wollte ich nur mal kurz zeigen. So. Bevor wir aber die Arena durchdödeln, möchte ich mal gucken, wo wir hinkommen, wenn wir jetzt nach links rausfahren. Yeah, Vollgas! Ah, okay, sofort zu anderen Routen. Ich bin der Pensionsleiter, ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Cool. Hallo. Ich habe mein Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich es wieder abholte, kannte es eine Attacke, die ich ihm nicht beigebracht habe. Das hat mich echt umgehauen. Weißt du, was mich auch umhaut? Heute erst auf Facebook gelesen. Also, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme am 10.12.2014. Was fällt dir auf, wenn du dieses Grasbüschelchen, also diesen Fleck Gras mit dem Busch siehst? Ich gebe dir mal einen Hinweis. Mein Competitive Tentoxer heißt Tentacle Porn und hat eine leichte Anspielung auf ein... Ja. Ne? Lümmel. Finde ich irgendwie lustig. Weiß auch nicht warum. Bevor wir was umklatschen. Warte mal. Mal kurz die Karte hier begutachten. Okay, da geht's links rum und so weiter. Links waren wir schon. Ah ja, die Route. Stimmt, da konnten wir nicht weiter und so weiter. Alles klar, hier gehen wir später hin. Wir klatschen jetzt erstmal Malvenfroh alles aus dem Leben. Malvenfroh City ist also einfach so eine riesige Mall geworden. Cool. Dann auf in die Arena. Tschup, tschup, tschup. Das Fahrrad hört sich so cool an. Na du! Champion! Elektro-Pokémon! Stimmt, das war das. Ah! Camilla, die geile Sau. Genau, stimmt ja. Halt, bevor ich noch... Jetzt habe ich wieder was völlig vergessen. Das wollte ich eigentlich machen, wo ich schon bei der Pension war. Ich habe nicht dran gedacht. Halt, ich finde es gut, dass bei XY das Fahrrad in, auf links ist. Ich muss es irgendwann... Weißt du was? Ich mache das jetzt anders. Die registriere ich jetzt. Dann nehme ich da die Registrierung raus. Und ich registriere es wieder. Jetzt müsste es links sein oder auch nicht. Warte. Aufheben. Aufheben. Ja, das und dann... Das. Ich möchte das Fahrrad links haben. Ja, es ist links. Ich freue mich. Ich möchte etwas mal herausfinden. Jetzt, da wir die Pension erreichen können, möchte ich doch einfach mal Voltoball Thunder Soldier. Du wirst jetzt ein kleines Experiment für mich sein. Ich werde dich nämlich jetzt in die Pension verfrachten. Und dann am Ende des Let's Plays wieder abholen und zu gucken, wie viel du dann gelevelt hast. Halt! Boah, diese Steuerung. So. Hallo, Ämmchen. Abgeben. Und ob ich es dann überhaupt noch wieder zurückholen kann, ich weiß nicht, wie viel Geld ich dann haben werde. Thunder Soldier, viel Spaß! Nein! Thunder Soldier bleibt alleine. Er soll erstmal trainieren. Ich möchte... Vielleicht ist es ja auf Level 100, wenn ich es raushole. Dann werde ich es beim Competitive, ich habe da sowieso ein bisschen was vor, werde ich es dann mal einsetzen. So für besondere Kämpfe, die ich mir so ausgedacht habe. Dazu gibt es irgendwann mal ein kleines Infovideo. Bewegen. Da ist mein kleiner Emo. Skydex, mein kleiner Emo.
Für Mr. Freeze, das Firenondor. Muss ich mal kurz einmal anders hinsetzen. Mir tut schon langsam der Arsch weh. Der Arsch weh. Aufs Fahrrad. Und mit dir habe ich noch nicht gequatscht. Ja, ich war da schon. Und jetzt gehe ich in die Arena und klatsche die ganzen Elektro-Pokémon um, weil ich es kann. Ich glaube, Chrissy wird hier seine große Stunde haben. Aber erstmal darf unser kleiner Emo nach vorne, damit er ein paar Erfahrungspopel kriegt. Und da er ein Vogel ist, wird er garantiert angegriffen mit Elektrizität! Oder irgendwie so. Willkommen beim Bionavi. Laufenden. Wer ist richtig? Was kannst du mit anderen Spielern Nachrichten austauschen? Möchtest du. Ah, cool, ja. Aktiviert werden die von dir angegebenen Nachrichten und. Ja. Wurde aktiviert. Sehr schön. PSS. Beenden, danke. Hier sind die Nachrichten aus Hohen mit einer Eilmeldung. Soeben erreichten uns Neuigkeiten zu dem Nachwuchstalenten. Xena. Auserkoren wurden. Genau, alter Geheim. Ne? Aha, alter Geheim. Ist Janine ein Mädchen aus Wurzelheim? Sie bildet mit ihrem Pokémon eine feste Einheit und hat das Zeug dazu, einmal eine ganz große zu werden. Das habe ich schon bei unserer allerersten Begegnung gespürt. Wir dürfen den weiteren. Das geht so schnell kann ich nicht lesen, so viel will ich nicht lesen, darum mache ich es wieder weg! Haha! ja, genau, so viel dazu. Hallo! Mein Herz brennt vor Leidenschaft, deine Träume gehen in Flammen auf. Yeah! Du hast recht, deine Träume gehen in Flammen auf. Herausforderung, Gitarrist Chuck Norris. Magnetino. Magnetino. Soll ich nicht einmal... Soll ich einmal... Ich greife nicht an, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Chrissy, du bist dran. Es ist Elektrostahl. Ich werde einmal mit Steigerungshieb draufknüppeln. Donnerwelle, es hat keine Wirkung. Du bist so schlecht. Steigerungshieb. Patz. Yes. Steige. Der Angriff. Jetzt kommt er mit Tackle an. Ich werde mich extra für dich steigern. Ja. Klatschen um werde ich dich. Ein Volltreffer. Sehr schön. Doppelter Angriff. Das ist geil. Ich freue mich. Chrissy erhält 222, Skydex auch. Fritzu Blitz! Potz Blitz! Jetzt werde ich mal nicht wechseln und einfach mit einem Lehmschuss dich umklatschen. Ist zwar speziell, aber auch egal, es ist effektiv. Und ich klatsche dich damit um. Yeah! Chrissy erhält 201. Und Chuck Norris ist besiegt. Hey, das war ein heißes Duell! Das geht, es war lauwarm. Tium! Ah. Tium! Tium! Ah. So läuft der Hase also. Ja, ja, ja. Ach, das sind. Ach so, da war jetzt ein Trainer im Weg. Ich hab den gar nicht gesehen. In dieser Arena gibt's Knobelaufgaben zu knacken. Das macht Spaß, oder? Ja, es geht. Ich habe schon Wimmelbilder Let's Play, die schwerer waren. Egon. Hugo Egon Balda. Genial daneben. Wer kennt es nicht? Fritz, du Blitz! Entweder eine Dönerwelle oder ein Funkensplung. Keine Ahnung, was es sein wird. Auf jeden Fall wird es nichts machen. Keine Wirkung zeigen, weil es nichts bringt gegen einen Bodentyp. Los, Chrissy, zeig ihm, dass er gegen dich keine Chance hat. Oh. Na gut. Wenn er meint, dann soll er mich halt tackeln. Ist bewurscht. Auch gewonnen hätte das sehr schön. Ist ja auch eine stärkere Attacke als Leben. Schelle. Chrissy erreicht Level 20. Yeah. Skydex Level 16. Yeah. Entwickelst du dich jetzt mal irgendwann? Das wäre cool. Wenn man verliert, ist der Spaß weg. Da hast du recht. Kann ich nur bestätigen. Wipp, wipp. Vielleicht sieht sie mich nicht. Ach, sie hat mich gesehen. Mein Charme und die Attacken meines Pokémon werden dich schocken. Das glaube ich nicht. Eine Herausforderung von Kämpferin Bärbel. Medity.
Das ist aber ein komisches Elektro-Pokémon. Ich greife dich jetzt einfach mal an. Patz! Sehr schön. Volltreffer, geil. Nein! Donnerschlag! Natürlich wird er besiegt. Na klar wird er besiegt. Warum auch nicht? Skydex, warum? Status tot. Reaktion Wiederbelebung. Blubub. Konfusion. Warum machst du das? Wenigstens ist Grisi nicht doof im Kopf geworden. Was könnte nur ausreichen, um es zu besiegen? Ich weiß es doch gar nicht. Er ist schneller, natürlich ist er schneller. Grisi, Frage an dich, warum bist du so langsam? Eingespuckt. Besiegt. Und Grisi erhält ein paar Popel, Skydex auch, Bärbel ist völlig baff. Deine Stärke ist umwerfend und liegt am Boden. Das darf ich auf den Schalter treten. Mist. So. Dich überrasche ich mal so. Ich habe mit Walter trainiert. Da bin ich nicht so einfach zu schlagen. Mein Gott, Walter. Eine Herausforderung von Gitarrist Reinhardt. Voltoball! Voltoball ist cool. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich möchte nicht gegen dich drin bleiben, deswegen raus aus dem Kampf. Und Krisi wird dich umklatschen. Mach doch einfach mal Explosion oder Finale. Wäre doch lustig. Verteidigung sind stark. Hoffentlich greifst du speziell an, nicht wahr? Ja, entsprechend. Walzer, natürlich greift er physisch an. Oh, gut, dass er meine Verteidigung stark gesenkt hat, sonst würde das nicht so einen Imba-Schaden verursachen. Und es ist tot. Tja, armes Voltoball. Skydex kriegt Punkte. Das nächste kommt Voltoball! Los, Skydex, rein mit dir! Skydex gegen Reinhards Voltoball! Also, ich habe jetzt keine Lust mehr, das so auszusprechen, dieses Voltoball! Groß, komm zurück, mein Emo-Piepmatz für Krissi. Da zittert es schon vor. Das sieht so cool aus, wenn es so die Augen zuklappt und dann wackelt. Ich bin Voltoball und ich bin sauer und ich bin besiegt. Grisi erhält Punkte. Skydex erreicht. Und Doppelteam. Nein, das wirst du nicht lernen. Es wäre geil, wenn Voltoball, besser gesagt, wenn Elektroball eine Mega-Entwicklung kriegt und dann aussieht wie ein Meisterball. Das wäre doch cool. Was würde ich voll feiern? Ach, schon sind wir da. Cool. Mal, kurz gucken. Einen Trank. Für Krissi. Haben die jetzt eigentlich irgendwas in der Hand, so an Beeren? Ich habe keinen Plan. Hallo? Ich tippe doch schon dreimal da drauf rum. Ach, die haben alle nichts. Das ist ja toll. Was haben wir denn so? Gegen Vergiftung, Paralyse, Schlaf. Toll. Nicht einsetzen. Geben. Das kriegt Janima. Und das kriegt Tanel. Weil die beiden möchte ich auch ein bisschen trainieren. Und da kommt mir das ganz recht mit dem Nicht-Paralysieren und so weiter. Na du. Das im Hintergrund sieht geil aus mit der Magnetkugel. Mit der Magnetkugel. Nein, den beiden Schreien sieht aus wie ein Pokéball. Sehr schön gemacht. Jetzt sieht man es erst recht. Was macht er da eigentlich? Eine Atomkernspaltung? Ich sag, Camilla? Walter, was da habe ich hier eigentlich für Mist? Camilla ist doch eine andere Region.